Neben mir steht der Herr Thürnau, der erste Vorsitzende des Muay Thai-Verbandes Deutschland. Wie sind Sie denn zufrieden mit der Veranstaltung hier heute? Ja, solche Veranstaltungen, die sind für uns immer sehr, sehr wichtig. Wir haben bei uns im Muay Thai Bund Deutschland einen Vierjahresplan, so einen Roadplan für unsere Landeskader wie auch für das Bundeskader. Und sind da gerade bei der Talentsuche und Förderung. Und das sind solche Veranstaltungen wie in Lauingen natürlich sehr, sehr wertvoll. Wir kommen auch immer gerne nach Lauingen, weil wir wissen, wenn Roland Steinli hier was organisiert, das hat immer Hand und Fuß. Schön zu hören. Und wie zufrieden sind Sie mit den Kämpfen an sich heute? Ja, also ich habe hier schon etliche gute Talente gesehen in den verschiedenen Leistungsklassen und auch Altersklassen, was mich hier ganz groß beeindruckt hat. Wir hatten dann so ganz kleine Pimpfe, die auch wirklich schon technisch versiert ans Werk gegangen sind. Das hat mich wirklich beeindruckt. Sowas brauchen wir auch. Ja, es sind schon einige kleinere Kämpfer hier unterwegs. Die geben ganz schön Gas. Man hat es vorhin schon gesehen. Die sind hoch motiviert. Sind die auf jeden Fall. Man muss natürlich jetzt auch immer bedenken, wenn man so Kinder in einem Alter von 8 oder 10 Jahren in diese Wettkämpfe schickt, die natürlich vollgespickt sind mit Sicherheitsbestimmungen für den Schutz dieser jungen Kämpfer und Kämpferinnen. Die Belastung für diese Kinder und Jugendlichen ist natürlich erstmal sehr groß. Gerade so, wenn sie das erste Mal in den Ring gehen, ne, die werden Teufel tun und auf die Anweisung des Trainers hören. Die vergessen, wie Papa und Mama heißen, kennen wir schon. Ne? Aber irgendwo muss ja mal der Anfang gesetzt werden. Und das, was jetzt hier zu sehen ist, finde ich wirklich klasse. Auch schon vom Leistungsniveau in den unteren Klassen her. Ja gut, und wir haben schon gehört, das Ziel ist ziemlich hoch gesetzt in Richtung nicht nur Landesmeisterschaften, sondern es soll ja auch irgendwann in Richtung Olympia gehen. Ja, wann wir jetzt ins olympische Sportprogramm offiziell aufgenommen werden, wissen wir noch nicht. Muay Thai hat jetzt die vollständige olympische Anerkennung erhalten. Vom Internationalen Olympischen Komitee, wird vertreten hier in Deutschland vom Muay Thai Bund Deutschland, ist natürlich ein Riesenschub nach vorne. Wir bereiten uns jetzt auch gerade erstmal auf die kommende Weltmeisterschaft der Senioren in Abu Dhabi vor. Der folgt dann im August die Junioren-Weltmeisterschaft in Kuala Lumpur. Dazwischen haben wir noch die World Games in Birmingham, Alabama. Da ist jetzt die Atenea Flores aus Rommerskirchen nominiert worden. Eine ganz große Ehre, weil da fahren wir auch mit dem deutschen DOSB-Team hin. Ne? Und da wollen wir sehen, wie die Leistungen da sind. Aber wie gesagt, wir verfolgen gerade so einen Vierjahresplan. Zu hoch kann man da die Erwartungen nicht schrauben. Ne? Wir sind da gerade noch im Aufbau. Aber wir tun alles, um auch die Talente da jetzt wirklich mal rauszusieben und die auch wirklich gut zu fördern. Ne? Und solche Veranstaltungen hier, die sind da wirklich Gold wert, muss man wirklich sagen. Das ist natürlich schön zu hören. Dann vielen lieben Dank und noch viel Erfolg heute. Vielen Dank.